Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas Honest Hearts. Weiter geht es. So, schauen wir mal hier. Wollte ich noch ganz kurz schauen und dann wollte ich da runtergehen zur Quest. Ja, hier gibt es eine Menge zu entdecken, auch wenn es sehr eintönig aussieht. Kann schnell alles aufsammeln, bevor ich abkratze. Ich will hier nicht abkratzen. Gibt schönere Orte, um zu sterben. Die rote Wolke. Höchst gefährlich. Komm ich hier mal ein Stimpack. Was haben wir noch? Blutwurst. Das soll mir mal reichen. Boah, Leute, ich weiß nicht. Ich würde ja auch nicht gerne den ganzen Tag Blutwurst mampfen wollen. Ganz schönes Zeug. Was haben wir da? Medex. Oh, wir sind schon wieder raus. Nee, sind wir nicht. Ah, dass hier alles so verstrahlt ist. Entweder das oder die rote Wolke ist. Da und macht alles kaputt. Was ist das denn? Nachttisch. Ja. Oh, das war eine Fission Battery. Die wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ist hier ein bisschen schwer zu erkennen, wo die Wolke ist und wo nicht. Wehehe. Wehehe. Oh, ich hoffe mal, das war's, oder? Habe ich alles durchsucht? Ich hoffe wirklich, weil das war jetzt nicht schön, der kleine Ausflug. So, Leute, wisst ihr was? Die kommt weg. Nee, oder? Ah, ich will die nicht wegwerfen. So eine Akustikgitarre ist vielleicht brauchbar? Man weiß es nicht. Meine ganzen Quest-Items habe ich übrigens noch, sehe ich gerade. Vision Battery, weg damit. Komm, ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Da ist ein Mülleimer. Sierra Madre Chip. Wow, wow, wow. Hat sich's doch gelohnt. So, komm, nochmal speichern und jetzt. Schnell hier durch. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Ich sehe nichts. Was? Ich bin schon wieder raus aus der Wolke, oder wie? Sehr gut. Hauptsache ein paar Patronen. Oh, Leute, wenn ich jetzt irgendwas übersehe, dann ist es mir echt leid, aber. Die Wolke ist garstig. Schnell raus. Die Wirkung hat nachgelassen, aber ich bin fast tot. Hat sich das jetzt gelohnt für so ein bisschen Muni? Ich glaube ja nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja, das muss man ausnutzen hier, dass man Quicksaves hat, gerade bei dieser Wolke. Ich habe nicht so viel zum Heilen dabei. Ansonsten wäre mir das dann ein bisschen egaler, aber... Wow, 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 Vorsicht. Die böse Wolke. Ich habe schon einen kleinen Hinweis auf das erhalten, was nach diesem DLC passieren wird. Also das, was ich hier als Belohnung mitnehmen werde. Ach komm. Warum nehme ich eigentlich das Wichtigste nicht mit? Die Kippen, die kann ich doch eintauschen. Aber da will ich jetzt mal nichts zu sagen. Das ist auch nicht schlimm, dass ihr mir sowas sagt. Aber bitte nichts mehr verraten, Leute. Oh, da ist ja einer. Denn, ja, ich weiß schon, was ich dann tun werde am Ende. Denn die Belohnung, die ich erhalte, die wird wahrscheinlich belastend sein. Inwiefern sie das sein wird, verrate ich jetzt nicht. Oh, der war schön. Was? Bewusstlos. Ja, ja. Zuerst war er wohl bewusstlos und dann ist ihm der Kopf explodiert. Ich glaube nicht, dass man aus dem Zustand wieder erwacht. Oh. Ja, ja, ich hab's gesehen, da sind noch mehr. Oh Mann, diese Minen überall. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall umsehen, weil es ist eine Sackgasse. Nimm alles mit. Was? Was sind da explodiert? Ich war das nicht. Das war schon so. Na, komm jetzt schnell. Oh, diese... Was? Sproing. Oh nein, ich habe eine Falle ausgelöst. Habe ich? Ja. Da ist Blut. Oh, ein Verkaufsautomat. Sehr gut. Achso, muss ich ja so machen. Oh, was habe ich da? Sierra Souvenirsammler. Sehr gut. Sehr gut. Zigarettepackung. Keine Zigarettenpackung, es ist eine Zigarettenpackung. So, noch ruhige Hand. Nee, das ist Droge, will ich nicht. Hunger minus 40. Das gibt alles nicht genug Lebensenergie. Eine Arzttasche.
Ich sag euch was, nee, das mache ich nicht. Ach, das sind... Ach, Wolkenrückstände. Das ist mit Wolkenrückständen gemeint. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Hat sich vorher so ein bisschen komisch angehört. Ach, seht mal, da ist der Fallenauslöser. Das Ding habe ich eben getroffen. Das hat so Spreuen gemacht. Na gut. Aber, dann ging es aber nochmal hoch. Ja komm, ich pfeife mir jetzt hier die Stimpacks rein. Ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache ich überlebe das. Wenn ich rauskomme, habe ich eh mein ganzes Zeug wieder. Oh, da ist ja noch was. Oh ja. One of the dead men One of the dead men isn't. Einer der toten Männer ist es nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Das verstehe ich nicht. Welcher der toten Männer? Wer ist denn hier tot oder wer gibt es vor zu sein? Na, Sensormodul. Wow. Da ist die rote Wolke wieder. Da liegt was. Patronen. Oh. Es geht hier so verflixt schnell einfach. Was war das? Was hätte das ausgelöst? So, Brille könnt ihr behalten. Ich sehe es hier gar nicht. Was hätte das jetzt ausgelöst? Bin ich blind? Ach da. Granatenbouquet. Ich muss mal Sprengstoffe hier skillen. So. Oh, lecker aus der Toilette. Warum ist die denn eingemauert, die Toilette? Vielleicht war da ja mal eine Tür. Okay. Schnell rüber. Die Wolke. Sonst ist hier nichts mehr, oder wie? Tinkern. Die kann ich ja wieder abgeben. Auch nichts drin. Aha. Aha. Spreuing. Alter Schwede. Da ist aber jemand paranoid, oder? Da ist jemand ganz schön paranoid. Wow. Bin ich jetzt... Da liegt ja auch noch was. Bin ich dann? Ist das wieder der Innenhof? Nee. Das muss was... Genau, das ist was anderes. Ein anderer Innenhof. War ich hier schon mal? Kommt mir fast so vor. Ja, hier war ich schon mal. Ah, da ist noch ein Chip. Da ist auch noch ein Chip. War ich noch nicht hier unten vielleicht? Hm. Fragen über Fragen. Oh, irgendwas stimmt mit dem Licht hier nicht. Überall dieses rote Zeug in der Luft. Das gefällt mir nicht. Oh, ich hole mir kurz das Red Away. Oh ja. Oh. Wie gut, dass ich so gut im Schloss knacken bin. Noch was? Noch was, noch was? Wolkenrückstände. Dass man die nicht irgendwie wegsammeln kann, die Wolken, indem ich die ganzen Rückstände aufhebe. Vorsicht. Oh, was hier ist? Überall Wolke. Ja, Junkfood besser als nix. Das ist fast ein bisschen zu viel, finde ich, ja. Hier liegt einfach viel zu viel Zeug rum und ich muss mich die ganze Zeit hier zwingen. Ja gut, ich zwinge mich ja nicht gerade, aber ich heb's trotzdem auf. Dass ich hier nicht noch so ein Secret Stash finde. Ich habe doch gesehen, dass es da 15 von gibt. Oh, seh mal. Da haben wir es doch. Da komme ich gar nicht durch, ne? Es muss über mir oder unter mir sein. Wahrscheinlich über mir. Ja, komm, dann heile ich mich. Diese Horrorgeschichten, die ich hier gelesen habe in den Tipps, als ihr mir das schriebt. Geschrieben habt. Schriebt ist, glaube ich, richtig. Schröb gibt's nicht. ja, dass ich hier ganz schön Probleme kriegen werde wegen der Wolke auf Hardcore, aber ich find's gar nicht so wild. Weiß gar nicht. Da habt ihr... Ah! Ah!
Da habt ihr mir echte Horrormärchen erzählt. Wo kam das jetzt her? Dass ich hier wohl ganz schön bluten werde, aber ich find's nicht wild, ehrlich gesagt. Ich find das nicht wild. Ach. Das sind Säcke, ne? Alles hier haben die vermint. Also wenn man hier nicht hinkommt, mit einigermaßen Skill, also nicht jetzt, dass ich gut bin oder so, ich meine eher damit, dass man hier geskillt sein muss. Fallen entschärfen und so weiter. Wenn man das nicht ist, dann gibt's richtig Probleme. Okay, das war's dann aber wohl. Hä? Lass mich raten. Ach, das ist... Da sehe ich's doch schon. Ah, wieder so eine Karte. Ob ich die alle finde? Leute, ich habe sogar irgendwie Bock hier, das zu machen, wenn ich alles habe, dass ich hier noch sammle. Dann gehe ich hier noch sammeln. Na gut, komm, jetzt reicht's aber endgültig. Jetzt gehe ich mal weiter. Ach, da liegt ja noch ein Chip. Na? Warum habt ihr grünes Blut eigentlich? Ihr seht ja aus wie Ameisen. So innen drin. Die haben auch so gelbes Glibberzeug. Oh, jetzt wieder schnell. Hü! Hü! So. Hier waren wir und hier geht's weiter. Der Tourist sich etwas beeilt. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Was, der Tourist? Das kennen wir doch aus Last of Us. Blutwurst. Das muss reichen. Hauptsache Blutwurst. Dann habe ich alle 900 Chips finde. Ich mag es bezweifeln, weil ich habe bestimmt irgendwo schon einen übersehen und den werde ich nie wieder finden. Nie wieder. Sierra Madre. Begin again. Fang von neuem an, oder was? Dann wird es ja heißen Start anew oder sowas. Der ist leer. Aha, Klammer. Ja, mittlerweile habe ich schon wieder genug davon, also... Keine Angst, dass ich da jetzt irgendwie was... Ja, dass ich da irgendwas verhaue beim Schloss knacken, dass ich nie wieder was aufkriege. Das ist... Ja, ich komme gleich hoch, keine Sorge. Dann reden wir, mein Freund. Dann werden wir sehen, wer du bist. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Kurier. Ich bin netten. Manchmal. Nicht immer. Du hast doch gewusst, dass ich da noch Wasser liegen sehe. Das ist kein Gulli. Am Ende haben die hier gar keine Kanalisation. Hallo? Bei so vielen Touristen könnte man fast meinen, es wäre Frühling. Was ist denn im Frühling hier bei euch los? Geisterblick. Ich hätte halt gerne mal was hier schön... Was richtig Leckeres, was ich mir kochen kann. Was ist das denn? Kaliber 20. Was ich hier alles kriege, aber ich habe noch keine richtige, einzigartige Waffe, bis auf das Polo-Gewehr. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Redet der mit sich selbst? Und warum geht mein Halsband nicht los, wenn ich ans Radio gehe? Ist das vielleicht Dean? Nee, das sind nicht seine Geheimkoffer. Doch, das ist Dean. Das ist sein Geheimversteck hier überall, diese Koffer. Die sind von ihm. Hi, Dean. Nehmen Sie Platz und dann unterhalten wir uns. Setzen Sie sich doch, nachdem Sie den ganzen weiten. Das Sierra Madre, ein echtes Schmuckstück. Hat er Sie hierher eingeladen? Vielleicht haben Sie Ihre Stimme auch nicht per Funk gehört. Sind einfach nur verwirrt hier aufgewacht, wie wir anderen. Wenigstens atmen Sie noch. Übrigens sollten Sie nicht plötzlich aufstehen oder sich schnell bewegen, ganz egal, wie unbequem der Stuhl ist. Das Kissen ist nur Zierde. Oh nein. Hoffentlich explodiert das Ding nur in eine Richtung, sonst bringen Sie uns noch beide um. Klingt so, als ob Sie sich mit Heimwerken auskennen. Da ist Ihre Mutti bestimmt mächtig stolz. Aber... Wenn Sie ohne meine Erlaubnis aufstehen, dann blase ich Ihren Arsch so hoch in die Luft, dass der Mond rot wie ein Cherry Pie wird. Also machen wir es kurz und schmerzlos und bringen das Gespräch ohne Missverständnisse hinter uns. Der Mond, ne? Damit meinst du meinen Hinterteil.
Ich hebe mir meine Fragen bis zum Schluss auf. Fahren Sie fort. Und genau das hat mir gefehlt. Ein begeistertes Publikum. Ich mag zwar in der Unterhaltungsbranche sein, aber das macht mich noch lange nicht zu einem Deppen. Wenn ich höre, dass mein Schlips anfängt zu piepen, weiß ich, was das heißt. Ich bin Teil dieser Sache. Ich will meinen Vertrag auflösen. Und wenn Sie mich da reinstecken, freut mich das gar nicht. Also, falls Sie Teil der Sache sind, die hier vor sich geht, dann habe ich ja das Sagen. Mhm. Sie glauben, Sie hätten einen Verhandlungsvorteil. Wovon reden Sie da? Unsere Halsbänder, diese Kettchen, sind miteinander verbunden. Sterbe ich, sterben Sie auch. Eine interessante Klausel. Da haben Sie aber einen wirklich miesen Vertrag. Wir beide haben den. Ja. Ja, nee, ich will ihn jetzt nicht. Na gut, jetzt wo ich Sie getroffen habe, fängt es an Sinn zu machen. Okay, okay. Sieht aus, als ob ich doch noch den Bund fürs Leben schließen müsste. Ich lausche, Kumpel. Was kommt als nächstes, wenn wir jetzt, bis dass der Tod uns scheidet, sind? Treffen wir uns beim Brunnen, dann werden wir erfahren, was der nächste Schritt ist. Viele Möglichkeiten habe ich wohl nicht. Der Brunnen, was? Hoffen wir, dass das Hologramm noch funktioniert und die Batterie noch Saft hat. Ich folge Ihnen, aber allein gehe ich sicher nicht. Bin zwar kein Feigling oder so, aber in dieser Stadt läuft man lieber nicht ohne Eskorte herum. Ich meine es ernst. Wenn uns ein Einheimischer erwischt, dann kommen wir nicht zurück. Und ich würde Sie gerne im Auge behalten. Na gut, stehen Sie auf und folgen Sie mir. Okay, Kumpel. Der Typ, ich weiß nichts. Dean hat Ihnen das extra unsteter Lebenswandel gegeben. Dieses extra lässt sie sich... Lässt sie sich für kurze Zeit in eine giftige Wolke aufhalten, ohne Schaden zu nehmen. Ach so. Nee. Ja, ich kann heute wieder nicht lesen. Ich werde den langen Weg zurücknehmen. Hier gibt es eine Abkürzung. Sie führt durch die Wolke. Aber ich helfe Ihnen dabei durchzukommen. Wenn Sie nicht schon das Schloss am Tor aufgebrochen haben. Habe ich. Na gut, dann schauen wir mal. Was die immer an sind, diese Heizplatten. Wo geht's denn jetzt hin, Kumpel? Könntest du mir mal Anweisungen geben? Na komm, dann gehen wir halt doch direkt hin. Ich weiß ja nicht, was du für ein Tor meinst. Könntest du dich mal klarer ausdrücken, mein Freund? Tauchen. Wie traurig, dass wir den Wohnbezirk verlassen. Nein, eigentlich gar nicht. Okay. Also ich habe noch nichts davon bemerkt, dass ich jetzt weniger Schaden genommen habe. Hat ja nur ganz kurz geflackert. Wir gehen nochmal ganz kurz... Oh! Seht mal, da war ich auch noch nicht. Warum war ich hier noch nicht? Ich glaube ja nicht, dass die wieder jemand auffüllt, die Teile. So, nehmen wir alles mit. Ja. Wodka. Wodka, Wodka. Vielleicht kann ich den ja auch bald eintauschen. Oh! Eine Karte für Caravan, aber das spiele ich ja nicht. Hahaha. So. Erstmal die Freizeitkleidung zurückgeben. Und dafür holen wir uns vielleicht noch ein paar Patronen. Ja, komm. Ich muss die Knarre mal ausprobieren, wenn ich die irgendwie repariert habe. Warte, kann ich doch eigentlich schon, oder? Wo haben wir sie denn? Polizeipistole? Oh. Kann ich mit der 9mm reparieren sogar. So. Automatisches Gewehr. Das kann ich leider nicht reparieren. Fernglas, Granate, Mine, das Halo-Gewehr, die Gasbombe. Messerspeer. Der kommt mal weg. Weg damit. Oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse den mal weg. Ich brauche keine Nahkampfwaffen mehr. Ein Herzchen. Oh. Da bin ich immer gespannt, was dieser große Schatz sein soll. Was... Oh. Du Penner! Okay.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich starte. Oh. Wo habe ich denn gespeichert? Das wäre jetzt natürlich ganz mies. Achso. Na komm, das war ja nicht viel. Oh, guck mal, da sind noch Chips. Wie traurig, dass wir den Wohnbezirk verlassen. Ja, es ist voll traurig, dass wir hier weg müssen. Finde ich auch. Ist voll traurig. Ich fange gleich an zu weinen. Tauchen Sie da nicht zu lange rein. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Ich frag mich ja, wie er hilft. Gibt er mir Mund-zu-Mund-Beatmung, dass ich hier den Sauerstoff nicht abkriege? Eigentlich könnte ich auch einfach die Luft anhalten. Wie wäre es damit? Finde ich auch ein bisschen seltsam, dass er das nicht macht. So, Haarklammern. Wonderglue. Die Karte. So, und jetzt tauschen wir das wieder um. Die Patronen, die hole ich mir jetzt mal nicht. Ist ja auch egal. Brauche ich jetzt noch nicht. Aha. So. Jetzt aber nochmal reparieren. Nochmal die Polizeipistole. Kommt weg. Ich behalte doch mal einen. Ich meine, was soll's. So. Und das war's. Nee, warte mal. Welche Nahkampfwaffe ist denn besser? Schaden 21. Das ist so wenig. 21. 33 SPS. Und die hat 32. Das ist totaler Humbug. So, jetzt speichern wir mal. Warum machen auf einmal diese komischen Speere so viel Schaden bei mir, bitte? Was ist er nicht? Was? Wildes Ödland? Was ist hier? Oh, dünne rote Paste, 3 Stück. Was ist denn hier los? Vielleicht hier was? Was ist das denn? Leute, ich weiß es nicht. Ich hab... Das habt ihr mir jetzt übrigens geschrieben unter... Die Wolke war nicht immer da. Sie ist im Laufe der Jahre gewachsen, selbst ohne Autos oder Fabriken. Okay, das ist komisch. Dann scheint sie ja ein Lebewesen zu sein, fast schon. Ja, ihr habt mir das geschrieben, das mit dem Spruch, mit dem Lateinspruch. Das war wirklich aus Life of Brian, von wegen Römer geht nach Hause und dann hat er ihm das geholfen, das zu konjugieren und so. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, Leute. Den Film muss ich mal wieder sehen, der ist so grandios. Life of Brian. Bester Monty Python-Film. Sinn des Lebens ist auch noch richtig gut. Aber der Ritter der Kokosnuss ist sowieso... Ist der Klassiker schlechthin. Schießen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auge oder sowas. Ins Auge? Kann ich machen. Rote Wolke. Da war ich schon. Dean schützt sie vor einer giftigen Wolke. Das ist gut. Ach Leute, ich wollte jetzt so gerne wissen, was das hier war mit dem wilden Ödland. Also langsam habe ich echt genug von der Touristensaison. Ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber die Touris senken das Niveau hier deutlich. Was für ein Niveau? Das Niveau ist schon so gering, dass es unterm Teppich Fallschirm springen kann. So, da habe ich ihn. Du wurdest verstrahlt und hast dich entschieden, hier zu bleiben. Du hättest einfach gehen können, aber dafür bist du zu besessen. Ich habe schon Bauchredner gesehen, die besser waren als du. Aber die haben sich wenigstens nicht den eigenen Namen in die Brust geritzt. Spiegel sagen mir meinen Namen. Und ich habe einen Namen für dich. Mehrere. Dieb, Feigling, Schausteller. Die Strahlung konnte dich nicht töten. Die Lage ist klar. Du und ich sind so lange Familie, wie wir diese Schlitze tragen. Also halte deine Zunge im Zaum. Du machst mir keine Angst. Wie gut, dass die sich alle so gut verstehen miteinander. Ich bin froh, dass wenigstens einer von uns beiden weiß, was sie tun. Was soll ich denn jetzt machen? Der bleibt ja nicht hier. Achso, jetzt soll ich zum Medical District. Sein Halsband verschluckt hat. Kann ich dem nicht sagen, er soll hier bleiben? Dean Domino. Ich überlege gerade, kennen wir den noch sonst wo? Irgendwoher vielleicht? Der Name. Ich hole mal 3. Diese Maschinen, Sinclairs kleine Geschenke, haben länger überlebt als er. Wenn sie Essen oder Stims brauchen... Werfen Sie einen Chip ein. Okay.
Einer ist gut. Weißt du, was das hier alles kostet? Das ist voll der Wucher. Finde ich ja persönlich. Gut, Medical District. Die Lautsprecher der Villa sind in einem üblen Zustand. Wie das Madre. Vorkriegsschrott. Sie senden ein Signal aus, das dein Halsband hochgehen lässt. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Was ist denn hier der Lautsprecher? Warte mal, ich sehe die gar nicht. Dieses ganze Gehocke ist tot. Ach doch, das war er doch. Was? Deine Knie? Oh nein, ich höre schon wieder einen. Ah. Wie gut, dass die alle gleich so verspratzen hier, wenn ich drauf schieße. Warte mal, wie groß ist denn das hier? Habe ich jetzt eben gar nichts überprüft. Das geht eigentlich. Muss ich hier lang? Also da scheint es hier weiter zu gehen, oder? Oh, super. Deswegen ist das nicht durchgängig. Aber hier ist das Questziel irgendwo. Wahrscheinlich über mir. Madre kann vielleicht warten. Ja, ja. Ich nicht. Willst du jetzt die ganze Zeit so Sprüche machen? Dann haben wir bald Probleme, Freundchen. Ich kann dich zwar nicht töten, aber ich kann dich einfach an den Brunnen abstellen. Dann kannst du dich mit deinem neuen besten Freund Gott unterhalten. Und der mag dich gar nicht, habe ich festgestellt. Komm, gib mir mehr 308er. Was? If anyone finds this, I'm so sorry you are here. Wenn es jemand findet, es tut mir so leid, dass du hier bist. Ja, immerhin haben die mir Munition hingestellt. Das ist doch nett. Muss ich doch nicht dafür entschuldigen. Wo ist der? Ja, er könnte behalten. Wo ist der? Wäh. Aufhören. Zumindest motiviert es mich immer zum Speichern hier, dieses Gepiepse. Das Sierra Madre wird auch nicht jünger. Ja, ja, Kumpel, ist gut. Jawohl. Ach ja, so schlimm finde ich es gar nicht mit den Halsbändern. Ihr habt es ja auch schon gesagt. Im Part, den ich da schon gelesen habe, Part 77? Weiß ich gar nicht. Da sagtet ihr auch, so schlimm ist es gar nicht. Es ist zwar das Schlechteste, relativ gesehen mit den anderen, aber da ich noch nicht viel davon gesehen habe. Also ich finde es, ja, es ist halt kleinräumiger und nicht so groß jetzt wie Honest Hearts, aber... Honest Hearts, da fand ich die Wege ein bisschen doof. Hier so verschachtelt mag ich es eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Mir gefällt es super, vor allem die Charaktere sind klasse. Gut, liebe Leute, ich beende den Part. Ein Like, ein Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Denn so könnt ihr das wirklich tun. Ja, glaubt man nicht, aber das ist nur ein Klick. Und freut mich sehr. Naja, wir sehen uns wieder. Wird auch nicht jünger. Genau, wir sehen uns wieder zu Fallout New Vegas. Blood Money. Nee, Dead Money. Das ist ja kein Hitman. Haha.